nächstes die Schutzmauer, die eben dort, wo die Brücke raufgeht, auch an der Seite wird die Schutzmauer. Brauchen wir eine Schutzmauer, weil da Felsen oberhalb weiter sind. Schutzmauer wird so aussehen, plus nachher den Teil, wo die Brücke ist. Der kommt auch noch dazu. Was ihr seht, was ich gestern schon gemacht habe, ist einmal die Wand in der Höhe, passenden Höhe zuschneiden. Und dann habe ich so Keile gemacht und so alle so 5,5 cm eben diese Keile aufgeklebt. Bei Nacht hat das schön getrocknet. Ihr seht auch da bei den Übergängen wird dann eben auch jeweils so ein Keil sein. Das ist eben, so habe ich mir geschaut, die Stützmauern neben den Eisenbahnen schauen teilweise so aus. Ja, und den müssen wir jetzt natürlich so machen, dass es wie nach Mauerwerk ausschaut. Das ist die nächste Arbeit, die Struktur. Und dann kommt natürlich das Malen, angemalen werden, das Washing, das Weathering. Dann können wir das auch schon auf der Anlage wieder montieren oder eben ankleben. Und dann schaut das auch schon wieder ein Stück besser aus. Aber soweit sind wir mal mit dieser Mauer, dass wir sie jetzt da eben strukturieren können. Jetzt möchte ich euch zeigen, ich werde nämlich bei diesen Stützmauer auch natürlich nach oben Eisenpfosten machen und da kommen dann noch dazwischen sozusagen Holz Pfosten, so wie früher mal das so war und auch heute noch ist. Jetzt ist so, ich möchte da ja einen Stahlbalken sozusagen darstellen. Ich habe einmal mit dem Dorf so eingeschnitten, damit die so schön reinpassen. Damit da so ausschaut, dass durch diese Stütze auch eben diesen Stahlträger eben auch stützen und halten. Jetzt kommt es dazu, dass wir da ja einen Stahlträger simulieren wollen. Das heißt, wir machen zuerst einmal so 1-2 mm. Ich mache es mit dem Spatel einen Strich. Und auf der anderen Seite auch. Und das ziehen wir jetzt da. Bei dem kleinen Cuttermesser machen wir da ein bisschen einen Schnitt, einen feinen. Nicht zu tief, eher oberflächlich. Ich habe jetzt da vorher dann so gemacht, dass ich das in der Mitte mit dieser Seite vom Spatel nach unten drücke. Und dann nehme ich das zweite Stück her, mache ich mit einem Bastelmesser mit einer geraden Klinge, wie ihr das da sehen könnt, die ihr seht, mache ich da jetzt da ganz vorsichtig, ich weiß nicht, dass ihr das auch seht, hole ich mir das jetzt da heraus. Das ist jetzt wirklich eine feinfühlige Arbeit, damit ihr da nichts rausreißt oder sowas.
Und das macht er eben mit den ganzen Länge. Und da ist der Vorteil jetzt, weil es runterdrückt, dass das sozusagen eine Schicht ergibt, die sich leicht herausholen oder zumindest leichter herausholen lässt, ohne dass eben zu tief man kommt. Also wirklich nicht tief reinfahren, sondern wirklich oben an der Oberfläche bleiben. Vielleicht einen halben Millimeter, nicht tiefer. Gut. Wenn ihr das habt, dann tut es noch ein bisschen nachputzen. Unebenheiten raus, dass das eine schöne Gerade ergibt. Und wenn das jetzt dann, wenn wir das jetzt dann so grau-stahlmäßig anmalen, wird ihr sehen, dann schaut das aus wie ein Stahlträger. Der hätte auf einer Seite eben ein U-Format. Es ist natürlich ein bisschen Feinarbeit notwendig, die Zeit kostet, aber ich bin jetzt so der Typ Mensch, der das gern so genau wie möglich und so schön wie möglich haben möchte. Und jetzt kann man sehen, jetzt haben wir so einen U-Träger, nicht ein H, sondern ein U. Das wäre noch ein bisschen putzen, das wäre auch noch mit einer Feile, die eh auch super da von der Breite hineinpasst. Machen wir das Ganze noch ein bisschen gerader, auch die diese Kante. Das Stück hat jetzt eine Länge von eben 6 cm, eine Breite von 1 cm. Gut, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wenn das dann da so reinsteckt und das nachher so drin steckt und dann eben grau angemalt ist. Hoppala. Dann wird das gut ausschauen. Was mache ich jetzt da? Ich nehme Spachtelmasse, ganz normale Spachtelmasse. Und mit diesem Spatel plus, ich habe noch so kleine Spachteln jetzt gekauft, mit diesem Spatel, damit ihr es seht, mache ich da drinnen noch spachtlich da kurz drüber, besonders da die Ränder, offen, weiß nicht, ob man das so sieht, da beim Rand sind ein bisschen Löcher und die spachtle ich jetzt zu. Außerdem, was passiert dadurch durch Spachteln? Durch das Spachteln wird die Oberfläche glatt. Das ist dann, wenn wir das dann auch lackieren,
oder halt mit Acrylfarbe drüber malen. Da kommt eine metallische Acrylfarbe, die habe ich schon bestellt, die kommt morgen. Und dann ist das eben glatt und so wie die Oberfläche und eben nicht so löchrig. Weil diese, wie soll ich sagen, diese Struktur von Styrodur, die ist ja ein bisschen, wenn man da malt, kommt immer ein bisschen so löchrig durch. Und so ist dann das eben sehr glatt. Und schaut dann auch eher wie eine Metall- oder halt Stahl, wie ein Stahlträger aus. Gut. Achtung, verwendet einfach die normalen Spachtelmasse, die man auch für die Wand verwendet, für solche Arbeiten beim Styrodur, weil, wenn ihr da Modell-Spachtelmasse oder so verwendet, die hat meistens ein Lösungsmittel drinnen und das Lösungsmittel frisst dann eben das Styrodur ein bisschen an. Das ist eben nicht so ideal. Die Mauern sind jetzt fertig. Strukturiert, auch oben schön überall eben schon eingeschnitten, wo dann die Stahlbalken sozusagen reinkommen. Die habe ich auch schon alle angemalt, wie ihr sehen könnt. Die schauen auch recht gut aus, schauen aus wie Stahlbalken. Und da kommt jetzt ja einer so. Und einer wird dann da hinein versenkt, so dass da gleich hoch ist. Und dazwischen kommen dann sozusagen Holzbalken hinein. Und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich bin jetzt dabei, ich glaube, so sieht man es am besten, diese Styrodorstücke mit einem Holzmuster zu versehen. Gar nicht so schwer, wie man gedacht hat, sondern es ist einfach, wie gesagt, man nimmt so ein Stück her und ich brauche dann natürlich eine Brille dazu, mit einer Lupe am besten. Und man macht einmal eine geschwungene Linie und anhand dieser geschwungenen Linie fährt man dann einfach immer wieder nach, wobei man eben auch so einmal in die andere Richtung und dann kann man da sogar ein Astloch hineinmachen. Und das schaut dann recht gut aus. Ich zeige es euch gleich dann. Das schaut dann recht gut aus. Wenn das Licht passt, müsst ihr das sehen. Und hat dann gute Struktur. Man muss dann braun anmalen und dann kommt ja nochmal so ein grau-weiß fein drüber, so waschen sozusagen. Weil diese Hölzer, die werden ja dann immer weißer. Heller, wenn sie länger wo eben in der Natur ausgesetzt sind, wird das recht gut ausschauen. Also, dass ihr euch jetzt vorstellen könnt, ich habe da die Stützmauer und oben kommen dann diese Stahlbalken plus die Holzbalken dazwischen, um noch einmal sozusagen den oberen Bereich zu schützen, wo Steine herunterkommen. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Teil 1 von der Schutzmauer, soweit bis zu den Struktur der Holzbalken. Das letzte Foto, das jetzt als Standbild noch gezeigt habe,
zeigt ja, wie die Struktur ausschaut. So schaut es dann aus, wenn es angemahlen ist. Da ist jetzt noch, fehlt noch das Washing bei dem Teil. Aber das seht ihr dann im zweiten Teil, wie das dann auch mit den ganzen Stahlbalken, auch wie ich das mit den Holzbalken noch mit Malen und das alles noch mache und wie das Ganze dann gesamt auf der Anlage ausschaut. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Wenn, würde ich mich wieder über einen Daumen nach oben freuen, einen netten Kommentar. Wenn du neu bist, würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Du wirst sehen, immer wieder werde ich neue Ideen haben und eben diese auf diesem Kanal eben zeigen. Danke auch für die neuen Abonnenten, die dazugekommen sind, und ich hoffe, es freut euch, diese Videos anzuschauen. Dann bis zum nächsten Video, zum Teil 2 von der Schutzmauer.